So, herzlich willkommen zu den heutigen beiden Webinaren mit dem Titel Mitgliederanliegen Grunddaten und später dann um 18.15 Uhr Mitgliederanliegen erweiterte Daten. Wir beginnen jetzt mal mit dem Mitgliederanliegen Grunddaten. Dazu wechseln wir innerhalb dieses neu gestalteten, also grafisch und auch funktionsmäßig aufgepeppten Menüs, wechseln wir hier mal in die Mitgliederliste. Ja, und es öffnet sich eben bei uns dann hier eben die entsprechende Mitgliederliste, und in dieser haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, hier ein neues Mitglied anlegen zu können. Möglichkeit 1, ich klicke einfach hier unten auf neues Mitglied. Das ist das Einfachste. Möglichkeit 2, ich kann auch Mitglieder kopieren. Und um so ein Mitglied kopieren zu können, markiere ich ein Mitglied und klicke das mit der rechten Maustaste an und würde dann wählen, später zeige ich das nochmal, neues Mitglied aus Eichhorn, in dem Fall Alina, erstellen. Würde bedeuten, ich kann dieses Mitglied erstmal kopieren. So, wir wollen jetzt aber ein ganz normales Mitglied anlegen, und dazu klicke ich jetzt in der Mitgliederliste einfach unten auf neues Mitglied. Was sich hier öffnet, ist der Standard, ist die Standardansicht zum Mitgliederanlegen. Das habe ich selbst schon ein paar hundert Mal gemacht. Das Ganze beginnt oben bei der Mitgliedsnummer. Die Mitgliedsnummer ist standardmäßig die nächste freie Nummer aufsteigend. Standardmäßig, man kann diese Mitgliedsnummern aber auch selbst pflegen. Und zwar, wenn man will, kann man im Menüpunkt Verwaltung, Optionen, Nummernkreise, kann man hier eben seine Mitgliedsnummernkreise führen. Ich kann Ihnen das kurz zeigen, wie das ausschaut. Ich kann diesem Nummernkreis einen Namen geben, einen Präfix, also der Teil, der vor einer Nummer steht, vor einer Mitgliedsnummer steht, einen Suffix, das heißt der Teil, der nach der Mitgliedsnummer steht, dann die Anzahl der Stellen der Mitgliedsnummer, für welchen Status diese Mitgliedsnummer gilt, welchen Nummernbereich ich vergebe, auf doppelte Prüfen, das heißt, hier kann ich dann später keine doppelten Mitgliedsnummern vergeben, und ich kann auch einstellen, ob ich nicht verwendete Mitgliedsnummern wiederverwenden will. Das heißt, dann habe ich keine Lücken innerhalb meiner Mitgliedsnummern. So ein Mitgliedsnummernkreis habe ich hier schon mal angelegt. Und der sieht folgendermaßen aus. Der heißt Kreisaktive, hat Präfix A-, Suffix 001, Anzahl Stellen 5 und geht von 10.000 bis 20.000. Es ist eingestellt, dass auf Doppelte geprüft werden soll. Und wenn ich dann also innerhalb meiner Mitgliederliste stehe, und jetzt mache ich das gleich wieder, neues Mitglied, dann sehe ich hier meine rein numerische Mitgliedsnummer und dann eben hier diese sogenannte alphanumerische Mitgliedsnummer, die eben diese fünfstellige Mitgliedsnummer hier beinhaltet. Mehr ist es nicht. Also soviel zum Thema Mitgliedsnummer. Ich selbst übrigens bin kein großer Fan von Mitgliedsnummern, denn ich bin immer der Meinung, man sollte einen Menschen nicht anhand einer Nummer identifizieren können. Also wenn, dann muss das Ganze eben also nur für den elektronischen, ich soll sagen, nur elektronisch gelten und nicht persönlich. Aus dem Grund bin ich, wie gesagt, kein Fan von Mitgliedsnummern, und ich finde auch nett, dass Mitgliedsnummern wichtig sind. Wenn ich wissen will, wie viele Mitglieder ich im Verein habe, dann schaue ich in der Mitgliederliste ganz unten und dann sehe ich eine Zahl, und das ist die Anzahl der Mitglieder. Ja, bei diesen Standarddaten hier ganz einfach. Der Nachname ist logisch, der Vorname ist genauso logisch, der Titel Professor, Dr., Graf, Gräfin, Namenszusatz Junior, Senior, Geschlecht gibt es hier vier bei uns. Also es gibt unbekannt, da wisst man einfach nicht, was das ist. Dann gibt es männlich, weiblich und divers. Wir können unter vier Geschlechtern unterscheiden. Familienstand, geschieden, getrennt, leben, Lebenspartnerschaft, ledig, unbekannt, verheiratet oder Witwe. An der Stelle will ich jetzt eines mal sagen. Die DSGVO lehrt uns, dass wir bitte nur Daten führen, die wir unbedingt brauchen, um unserer Arbeit im Verein nachgehen zu können. Das heißt, wenn es ein Sportverein ist, dann glaube ich, gibt es keinen sinnvollen Grund,
hier einen Familienstand zu führen. Beim Geschlecht ist klar, wenn ich jetzt Sportarten betreibe, dann muss ich teilweise schon unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Übrigens, das habe ich bei der letzten Schulung auch schon gesagt, divers gibt es in dem Fall nicht, denn im Sport wird es immer noch in Männlein und Weiblein unterteilt und nicht in drei Geschlechter. Würde auch bei einer Olympiade, glaube ich, zu ganz schönem Chaos führen, wenn man hier plötzlich ein drittes Geschlecht hätte und dann hier separate Wettbewerbe abhalten müsste, könnte man jetzt gar nicht so lustig vorstellen. Dann das Geburtsdatum ist logisch, wenn ich das brauche ich im Verein, damit ich weiß, wie alt mein Mitglied ist. Der Geburtsname, das ist wieder so ein Feld, wenn ich es nicht brauche, lasse ich das weg. Ich zeige Ihnen innerhalb dieser ganzen Mitgliederschulungen auch die Möglichkeit, mit dem sogenannten Maskendesigner die Mitgliedermaske hier individuell anpassen zu können. Wenn man diese Mitgliedermaske individuell anpasst, kann man eben Felder, die man nicht benötigt, ganz einfach weglassen. Den Geburtsort. Dieser Geburtsort kann durchaus wichtig sein, denn dieser Geburtsort, es kann sein, wenn es jetzt der Übungsleiter ist, dass ich diesen Geburtsort benötige, später beim Anfordern von einem erweiterten Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII. Kann sein, wenn es ein Übungsleiter ist. Also dieses Feld hat durchaus seine Bedeutung. Dann der Status. In NetXP-Vereinen gibt es 8 Status. Es gibt also aktiv, passiv, fördernd, Ehrenmitglied und ausgetreten, verstorben, inaktiv, Nichtmitglied. Eigentlich sind es aber nur 2. Und zwar die ersten 4. Denn wenn ein Mitglied einen dieser ersten 4 Status hat und er einen Beitrag zugeordnet hat, muss er den bezahlen. Also der Beitrag hat 0 Euro. Dann muss er natürlich nicht bezahlen. Aber bei einem Mitglied dieser ersten 4 Status wird ein Beitragseinzug durchgeführt. Bei Mitgliedern der zweiten 4 Status wird ein Beitragseinzug nicht durchgeführt. Auch wenn in dem Mitglied ein Beitrag drinsteht, der eigentlich gültig wäre und auch wenn der IBAN hinterlegt hat, wird trotzdem kein Beitragseinzug durchgeführt. Warum sind es 8? Ganz einfach zur einfacheren Unterscheidung, dass man also ein bisschen Ordnung in seine Mitgliederwust bekommt. Aktiv, glaube ich, ist klar, es sollte ein aktives Mitglied sein. Passiv sind dann meistens Mitglieder, die eben früher vielleicht aktiv waren und jetzt eben sich nur noch passiv beschäftigen. Dann fördernd. Ein förderndes Mitglied ist ein Mitglied, das zahlt, aber nichts hat vom Verein. Ich zum Beispiel selbst nehme in meinem Verein diesen fördernden Mitglieder dazu her, um all diesen fördernden Beitragszahlern am Jahresende eine Spendenquittung für den bezahlten Mitgliedsbeitrag auszustellen. Es geht auch bei Sportvereinen, wenn man sagt, das ist ein Spendenbeitrag. Das ist also eine freiwillige Spende, dieser Beitrag. Dann darf man also auch hier Spendenquittung für einen bezahlten Beitrag bei einem Sportverein erstellen. Aber der Verein muss eben gewährleisten, dass der also kein Angebot des Vereins annimmt. So kann man sich das vorstellen. Ehrenmitglieder, glaube ich, selbst erklären. Ausgetreten, ein ausgetretenes Mitglied ist ein Mitglied, das nicht mehr im Verein ist, das ich aber eventuell nur kurzfristig speichere, um Restforderungen einzutreiben oder für statistische Zwecke, dazu gleich mehr. Dann verstorben, ist klar, brauche ja auch nichts erklären. Inaktiv, das ist der berühmte Student, der für 2 Jahre nach Amerika geht. Hier lasse ich die Mitgliedschaft ruhen, das heißt, in den 2 Jahren stelle ich den auf inaktiv. Und dann habe ich noch einen ganz interessanten Status bei einem Mitglied, und zwar das sogenannte Nichtmitglied. Ein Mitglied mit Status Nichtmitglied, das ist einfach etwas Mitgliederähnliches, wie zum Beispiel ein Lieferant, ein Spender, einfach eine Person, eine Institution, eine Adresse, die ich mir merken will, damit ich hier nicht immer irgendwas abtippen muss. So kann man sich das vorstellen. Bei NetXP-Verein brauchen Sie auch nur Mitglieder bezahlen, die einen der ersten 4 Status haben. Mitglieder der zweiten 4 Status sind kostenlos gespeichert bei uns. Das heißt, wir speichern diese Mitglieder kostenlos, die kosten Ihnen gar nichts, denn Sie haben ja auch nichts davon, weil Sie eben hier kein Geld mehr von Ihnen bekommen. Ja, jetzt haben wir einen Sonderfall, und zwar tritt ein Mitglied aus, trage ich ein Austrittsdatum ein,
brauche aber dann hier diesen Status nicht auf ausgetreten zu setzen. Das macht die Software zum Austrittsdatum dann automatisch. Das heißt, wenn ich heute im Mai einen Austritt zum Ende des Jahres bekomme, kann ich jetzt schon das Austrittsdatum eingeben, kann das Mitglied aber weiterhin auf dem Status aktiv belassen. Frage kurz. Bitteschön. Kann es sein, dass aktuell, wenn ein Mitglied den Status inaktiv hat und das Austrittsdatum erreicht wird, das nicht automatisch auf ausgetreten gesetzt wird? Das ist richtig, denn ein inaktiv und ausgetreten ist ja praktisch das Gleiche. Müssen beide keinen Beitrag zahlen. Das ist genau die gleiche Frage, wenn jemand ein Austrittsdatum drinstehen hat und er auf verstorben steht, wird er natürlich auch nicht auf ausgetreten gesetzt, weil er verstorben ist, weil er auch ein Nuller, also ein Nullzahler ist. Okay? Beitragstechnisch ja, mitgliedstechnisch spitzfindig, aber was anderes aus meiner Sicht. Aber vollkommen klar, warum es nicht funktioniert. Genau, ja, okay. Dann, dem Status kann ich auch kein Datum hinterlegen. Ne? Zum Beispiel diesem inaktiven Studenten, der 2 Jahre inaktiv ist, dem kann ich nicht sagen, im 3. Jahr bist du wieder, wechselst du automatisch wieder in aktiv. Wenn ich dieses Datum jetzt schon kenne, dann stelle ich diese Pause beim Beitrag ein, würde ich vorschlagen. Ja, aber das nützt mir ja nichts, wenn ich den auf inaktiv, dann lasse ich ihn trotzdem auf aktiv. Dann würden sie ihn auf aktiv lassen, ganz genau, und den Beitrag einfach in der Zeit pausieren. Ja, okay. Doch jetzt immer mehr Möglichkeiten. Viele Wege führen nach Rom. So. Ja, genau. So, dann eben mal ein Ding, also die Religion, das gleiche wie vorher erwähnt. Ich kenne so viele Sportvereine, die Religion bei ihren Mitgliedern abfragen. Und wenn ich sage, ja, warum denn, dann sagen die, ja, keine Ahnung. Das war halt einfach früher so, dass es auf jedem Formular draufgestanden ist, dass das zwar ausfüllen war, aber keiner wusste eigentlich warum. In dem Fall ist es genauso. Also, dieses Religion, lassen Sie es bitte weg, wenn Sie es nicht unbedingt benötigen, denn dieses Religion ist sogar richtig schlecht, denn es gibt hier sogenannte besonders schützenswerte Personengruppen laut DSGVO und das sind Kategorien von Daten, die besonders schützenswert sind. Das sind zum Beispiel eben Daten einer Ethnie, also der Herkunft, der Religion, und der sexuellen Neigung und Gesundheitsdaten. Das sind diese 3 Kategorien. Diese sollten Sie nicht speichern. Also sexuelle Orientierung, Religion und Krankengeschichte. Denn hier gelten dann ganz besonders scharfe Vorgaben innerhalb der DSGVO. Beruf ist, glaube ich, genau das Gleiche, ist auch selbstverständlich. Hier unten finden Sie dann die Info. Das ist so eine Art Merkzettel, so eine Art Bemerkungsblatt für dieses Mitglied. Kann man Freitext alles reinschreiben, was an zu diesem Mitglied hier einfällt. Genau. Wenn Sie in Ihrer Mitgliederverwaltung, jetzt springe ich hier wieder raus, auf Verwaltung, Optionen, also als angemeldeter Admin, wenn man hier beim Datenschutz das Löschen nach DSGVO hier aktiviert hat, da gibt es auch nochmal eine separate Schulung dann irgendwann mal. Wenn ich dieses Löschen nach DSGVO aktiviert habe, dann gibt es in jedem Mitglied diesen Punkt hier. Diesen Punkt von Löschung nach DSGVO ausnehmen. Das würde bedeuten, selbst wenn die Löschregel der DSGVO hier anspringt bei dem Mitglied, würde das Mitglied trotzdem nicht gelöscht werden, weil es vom Löschen ausgenommen wurde. Das macht man zum Beispiel bei Mitgliedern, die noch Restschulden haben und die schon seit vielleicht 2 Jahren, die man aber immer noch eintreiben will. Sagt man, nö, du pass auf, von dem bekomme ich noch Geld, den will ich nicht löschen. Okay, soweit? Gut, dann machen wir weiter. Im Register Adressen haben wir jetzt die Möglichkeit, 3 verschiedene Adressen einzutragen. Die Hauptadresse, die Zusatzadresse und die Firmenadresse. Und gerade hier bei der Firmenadresse will ich jetzt mal etwas erklären. Wir haben ja viele Vereine, einen Verband textilveredelter Fachleute in Deutschland beispielsweise oder andere Berufsverbände, bei denen sind nicht Personen Mitglied, sondern Firmen beispielsweise. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Mitglied nicht zwingend Vor- und Nachname haben muss und ein Geburtsdatum, ein Geburtsnamen. Das kann sein, dass das, oder ein Geschlecht, das kann sein,
dass es Mitglieder gibt, die das alles nicht haben, aber eventuell einen Firmennamen. Das heißt, juristische Personen, juristische Körperschaften können genauso aufgenommen werden als Mitglied. In dem Moment hat natürlich dieses Mitglied weder Vor- noch Nachname, aber eben dann einen Firmennamen. Und diesen Firmennamen kann man sich in die Mitgliederliste übernehmen und dort hat man das dann auch in der Mitgliederliste entsprechend korrekt drin. Ja, ansonsten, wenn man so eine Adresse erfasst, ist es ganz einfach. Ich schreibe also die Straße rein, kann das Land hier aussuchen, wie man es halt gewohnt ist, gebe dann hier die Postleitzahl ein und wenn das eine gültige Postleitzahl ist, laut Deutscher Post, dann wird eben dieser Ort automatisch hier reingeschrieben. Wenn es eine Postleitzahl ist, für die mehrere Orte gültig sind, kennt jemand so ein Beispiel? Ich glaube 3862. Na, wie viel? 100? Ja, war, dann bin ich 1, falsch. 1, ich dachte, 3. Ja. Nein, das sind zu viel. Nein, das sind, nee. Postleitzahlen sind nur fünfstellig. Nee, 38162. Achso, 3816 etc. Ich habe 138. Aber nein, ist nur ein Ort. Ist nur ein. Okay. Das hatte also, früher mal mehrere drin. Genau. Ja, kann sein, dass ich das auch schon mal gemacht habe. Also, das heißt, wenn hier mehrere kommen, dann kommt hier eine kleine Auswahl, wo sie sagen können, ich will diesen Ort haben und das können sie dann auch für spätere Mitglieder eben auch entsprechend speichern. Ja, hallo. Hallo. Wir haben hier definieren kann und mit diesen eigenen Feldern könnte man dann so Ortsteile auch mitnehmen. Genau. Okay, natürlich könnte man auch hier auch weiterschreiben, das würde er natürlich also auch speichern. Da muss man also nur den ersten, der erste Ort wird automatisch eingesetzt, da muss man also nur diesen Zusatz eben mittippen. Ja, also wie gesagt, ich kann also hier bis zu 3 verschiedene Adressen erfassen. Hier unten habe ich dann das Feld Briefempfänger und in diesem Feld Briefempfänger kann ich eben jetzt auswählen, wer denn hier zahlen soll? Wer ist denn hier Zahler? Entschuldigung, Zahler. Wer ist hier Briefempfänger? Das heißt, wenn jemand hier 3 verschiedene Adressen eingetragen hat, kann es ja sein, dass er sagt, okay, ich wohne zwar hier, ich will die Briefe vom Verein aber in die Firma haben, dann kann man also hier Firmenadresse einstellen zum Beispiel. Das ist nur, wo im Serienbrief und welche dieser 3 Adressen hingesendet wird. Wenn das ein kleines Kind ist beispielsweise, das noch gar keine Briefe bekommen soll vom Verein, weil sie es noch gar nicht lesen kann eventuell, kann man hier auch einstellen, kein Briefempfänger, dann wird im Serienbrieffall für dieses Mitglied eben kein Brief ausgestellt. Und dafür kann man eventuell beim Vater einstellen, Hauptadresse und stellt dann hier drin ein, liebe Familie, keine Ahnung, Klein, zum Beispiel, kann man dann eben mit der Briefanrede entsprechend arbeiten. Diese Briefanrede kann dann später innerhalb der Kommunikation wiederverwendet werden. Ja, dann geht es weiter im Register Kontakte. Es gibt hier ganz viele Telefon, E-Mail, Fax und sonstige Kontakte. Ganz kurz erklärt, Sie brauchen Telefonnummern nicht zu formatieren, sondern Telefonnummern werden automatisch entsprechend richtig formatiert. Es gibt hier hinten ein kleines Symbol jeweils. Wenn Sie über eine TAPI-fähige Telefonanlage zu Hause verfügen, kann also mit dieser Schaltfläche dann eben diese TAPI-Telefonanlage auch bedient werden. Das heißt, wenn ich hier eine Telefonnummer stehen habe und ich diesen Button hier klicke, dann würde also das Telefon eben diese Nummer wählen. Das ist schon eingebaut, das gibt es auch schon immer. Mit einem kleinen Unterschied und zwar hier unten bei Mobilfunk. Wenn ich das hier reinsetze, dann, nein, Entschuldigung, macht er inzwischen richtig, dann macht er inzwischen auch eine Telefonverbindung auf und keine SMS mehr. Das haben wir umgestellt, das stimmt ja. Also auch hier könnte ich das Handy jetzt hier anrufen. Bei der E-Mail-Adresse ist es ganz genauso.
Sie haben die Möglichkeit, drei verschiedene E-Mail-Adressen zu erfassen. Die private E-Mail-Adresse, die Arbeitsadresse und die Zusatzadresse. Später im Mail-Versand, dann innerhalb der Kommunikation, werde ich Ihnen dann erklären, dass man also hier innerhalb der Kommunikation einstellen kann, dass man in Priorität versendet oder nur privat oder nur Arbeit oder nur Zusatz. Also, dass man das eben entsprechend steuern kann. Natürlich ist es für Sie super, wenn Sie auf alle Fälle zwei E-Mail-Adressen von einem Mitglied haben, weil eine liest er dann hoffentlich immer. Genau. Dann Fax, ist klar, wer noch ein Fax hat, kann hier eingetragen werden. Und hier unten haben wir verschiedene andere Dienste. AIM, WLM, Skype, ICQ, Twitter, Facebook oder die Website des Mitglieds. Warum fliegen die nicht raus bei uns von Zeit zu Zeit aus dem Standard? Das liegt einfach nur daran, dass es Vereine gibt, die eben immer noch pflegen. Und aus dem Grund können wir die also nicht einfach hier entfernen aus dieser Datenbank. Ja, gibt es hier zu diesen Adressen oder Kontaktfragen eventuell? Kann ich die gleich kopieren, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Familie habe und will das dann in die nächste Sparte beim nächsten Mitglied, wenn ich es nur anlege, reinfügen? Genau. Brauchen Sie nicht, denn wenn Sie hier eine Familie aufnehmen, jetzt schließe ich das mal hier nochmal, ich speichere das mal nicht, dann können wir ja kurz vorgreifen. Ich habe jetzt mal hier die Alina Hensel, klicke ich mit der rechten Maustaste an, sage neues Mitglied aus Alina Hensel erstellen. Jetzt ist es schon ausgefüllt, sehen Sie das, ist schon mal vorausgefüllt und auch die Adressen und Kontakte stehen dann schon drin. Das heißt, ich gehe, genau, ich bin jetzt da drin und dann füge ich da jemand ein. Genau. Sie markieren das Mitglied, das Sie markieren wollen, das Sie kopieren wollen, klicken mit der rechten Maustaste an, wählen dann neues Mitglied, in dem Fall aus Trapp Alina erstellen und dann kommt eben automatisch, werden diese ganzen Felder schon vorausgefüllt dargestellt. Ach, super. Prima. Danke. Bitteschön. Bitte, bitte. So. Sekunde. Ja, dann gibt es noch ein Register, das letzte hier hinten, und zwar ist das Register der Kontodaten. Sekunde. Bei den Kontodaten ist es ganz einfach. Das heißt, wenn das ein neues Mitglied ist, das von jemand anderem bezahlt wird, dann hat dieses Mitglied keine Kontodaten, dann tragen Sie auch an der Stelle bitte nicht die Kontodaten des Zahlers ein. Das macht man dann später bei der Familienzuordnung, da gibt es ja nochmal ein Special dann hier bei uns. Wenn dieses Mitglied eigene Kontodaten hat, können diese hier eingetragen werden. So einfach ist es. Ich lege jetzt mal hier keine Kontodaten an. Ich zeige Ihnen das hier mal an einem anderen Mitglied, an einem Mitglied, das eben bereits schon mal eingegeben wurde. Und zwar der Ton, wo ist meine liebe Familie Trapp? Genau. Ich habe hier den Felix Trapp und bei dem schaut es dann später so aus. Das ist jetzt übrigens neu, also deshalb will ich Ihnen das heute hier zeigen. Das ist jetzt die Ansicht von nächster Woche. Das heißt, das hier ist jetzt ein Mitglied, das von einem anderen Mitglied bezahlt wird und hier sehen Sie dann nicht nur die eigenen Kontodaten dieses Mitglieds, sondern eben auch die Kontodaten entsprechend des Zahlers. Man muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Ist das soweit klar? Ist jetzt alles in Ordnung, oder? Ja. Genau. Also das heißt, es gibt ja jetzt inzwischen die Möglichkeit, dass ein Mitglied selbst Kontodaten haben kann, aber von jemand anderen trotzdem bezahlt wird, wenigstens zum Teil eventuell. Ja, dann schaut das Ganze eben so aus. Aber bei Einzelmitgliedern, wie gesagt, ist es ganz einfach, denn ein Einzelmitglied wird ausgefüllt, es werden die Kontodaten eingetragen und fertig, dann ist das Einzelmitglied ganz einfach ein Einzelmitglied. Jetzt machen wir das mal ganz kurz. Ich mache jetzt mal hier den Michael Mustermann, Michael, der ist Dr.
Junior nicht, der ist männlich vom Geschlecht. Und Sie sehen, ich tippe hier, ich springe mit der Tabulator-Taste durch, sehen Sie jetzt leider nicht. Und wenn ich männlich auf männlich schalten will, dann tippe ich einfach nur auf den Buchstaben M wie männlich. Familienstamm braucht man nicht. Geburtsdatum, das ist auch einzigartig in NetXP-Verein. Ich kann hier ganz einfach die Zahlen, also so ein Datum, einfach aneinander schreiben. Also in dem Fall 10.09.1967. Wenn ich mit Tabulator rausspringe, wird also das Alter automatisch ausgerechnet und ihr schreibt also auch das entsprechende Geburtsdatum rein. Dann mache ich bei dem hier, weil ich schon weiß, was ich später machen will, schreibe ich hier schon mal München rein, den Geburtsort, Status aktiv. Der ist Mitglied seit 1.05.2020 und ausgetreten ist er nicht. So, dann haben wir die Adresse, der wohnt in der Giesing 8, Entschuldigung, doch Giesing 8 in 80322, ich komme es doch merken, 80322 München, genau, soll Briefe an die Hauptadresse erhalten, Kontakte oder Telefon und hat eine Mobilfunknummer. Hat eine E-Mail-Adresse. Genau. Unten hat er nichts. Braucht man nicht zwingend. Und Kontodaten hat er auch. Das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt mal schauen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, hier Kontonummer und Bankleitzahl einzugeben. Immer noch. Der hat die Kontonummer 4, 5, 6, 7, 8, 9 bei 7, 43, 5, 14, 30. Damit hat er automatisch eine IBAN. Also ich kann das immer noch, wenn ich will, mit Kontonummer und Bankleitzahl eingeben. Und Kontoinhaber ist er selber. Genau. Und wir dürfen die Beiträge einziehen von seinem Konto und das hat er uns ebenfalls am 1.5.2020 erlaubt. So. Und das ist jetzt die Anlage eines Mitglieds, ich habe jetzt genau auf die Uhr geschaut, das hat jetzt 1 Minute und 10 Sekunden gedauert. Jetzt sind die Grunddaten eines Mitglieds angelegt. Jetzt sind wir im Schritt 1 mal fertig. Das heißt, wir müssen jetzt zwischendurch einmal speichern, weil für alle anderen Schritte eben das Mitglied schon vorhanden sein muss. Aus diesem Grund muss man jetzt dieses Mitglied hier einmal speichern. Und man sieht dann, hier oben werden ganz viele weitere Register jetzt geöffnet, den wir uns im zweiten Teil heute jetzt eben entsprechend anschauen, bis auf das Register Familien. Das behandeln wir in einem ganz eigenen Special dann nächste Woche noch einmal. Gibt es zu diesen Grunddaten jetzt erstmal Fragen?